Das ist der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Hier entscheidet das Parlament über die Politik von NRW. Hier haben wir die Studiengebühren abgeschafft. Hier wurde der Schulkonsens beschlossen. Hier hat Rot-Grün die Energiewende eingeleitet. Hier wurde das Sozialticket für NRW möglich gemacht. Hier ist unser Landtag. Das Parlament besteht aus mindestens 181 Abgeordneten. Wir haben 128 Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen, die alle direkt vergeben werden. Das heißt, der oder die Kandidatin, die die meisten Stimmen erhält, bekommt den Wahlkreis direkt. Die anderen 53 Kandidatinnen werden ausgeglichen, je nachdem, wie viel Stimmenanteile die Partei mit der Zweitstimme bekommen hat. Dadurch will man das fair machen, dass insgesamt jeder entsprechend der Zweitstimme seinen Anteil bekommt. Sollte aber eine Partei mehr Direktmandate gewinnen, also nehmen wir mal an, theoretisch, die SPD würde im Ruhrgebiet und auch in weiten Teilen des Landes die Direktmandate holen, dann wird der Landtag vergrößert. Er kann also durchaus bis zu 240, 250 Abgeordnete umfassen, weil dann ein gerechter Ausgleich hergestellt werden muss zu den anderen Parteien, die die Direktmandate nicht haben. Insofern ist, und das ist jetzt meine zentrale Bitte, für uns natürlich die Zweitstimme ganz außerordentlich wichtig, weil die Zweitstimme letztendlich entscheidet, mit wie vielen Vertreterinnen und Vertretern wir hier im Parlament sind. Wir brauchen Ihre Zweitstimme, weil das die Stimme ist, die darüber entscheidet, wie stark die nächste grüne Landtagsfraktion ist. Und Sie sollten diese Zweitstimme den Grünen geben, damit es bessere Bildung für alle Kinder gibt, wir die erneuerbaren Energien und die beschleunigte Energiewende vorantreiben, für Frauen uns einsetzen und gute Pflege im Alter und weil wir weiter unsere Kommunen in Nordrhein-Westfalen stärken, weil in den Kommunen die Demokratie beginnt. Und mit der Zweitstimme entscheiden Sie darüber, ob ich weiterhin stellvertretende Ministerpräsidentin bleibe in Nordrhein-Westfalen. Wir versprechen, wenn Rot-Grün geht, machen wir auch politisch wieder Rot-Grün, weil wir gerne auch mit Hannelore Kraft weiterregieren wollen.